Oh, danke. Also wir wollen uns jetzt mal hier aus einer gegebenen Geschichte mal zwei Gleichungen ermitteln für die beiden Funktionen hier, Funktionsgleichung. Und ich habe mal ganz bewusst ganz sichere Punkte gewählt. Wir werden dann ganz sichere Lösungen raus haben. Wie heißt f von x? Fangen wir mal davon an. F von x muss heißen, es ist eine quadratische Funktion. Aber welche der Funktionsvorschriften nehmen wir hier? Wie heißen die? Jetzt haben wir die ganze Sache ausgezählt, kann man schnell mal durcheinander kommen. Und zwar, Achtung, hier in der Klammer steht immer das umgekehrte Vorzeichen der Scheitelpunkts-x-Koordinate. Und zwar 1, 2, 3, 4 nach links heißt, also ich muss hier leider das verkehrt rum reinschreiben. Das ist der Haken bei der Scheitelpunktsform. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 nach oben, also so sieht die aus. Hier wird es ein bisschen problematisch, weil hier müssen wir mal überlegen, wie die aussieht. Da kommen wir aber ran. Wie kommen wir an g von x? Das ist ja scheinbar was Lineares. Und wir können eins schon machen, das ist ein linearer Abstieg. Also ein Anstieg, aber negativ. So, aber wie kommen wir auf den Anstieg? Hier kann man was draus ablesen, abzählen. Kann man hier ablesen? Wir nehmen uns einen sicheren Punkt, hier hatte ich extra einen gewählt, und bis zum nächsten sicheren Punkt, nämlich bis zu dem hier, ist es 1, 2, 3. Also schreiben wir schon mal unter den Bruchstrich eine 3. Und das Minus haben wir schon mal gesehen, weil es ja bergab geht. Jetzt von hier 1, 2, 3 nach unten. Nochmal 1, 2, 3 nach unten. Würde klappen. Also minus 3 Drittel. Jetzt kann man kürzen, das ist nicht das Problem. X. Aber jetzt gibt es hier ein Problem. Dieses Problem müssen wir noch lösen. Wie kommen wir da ran? Richtig, und jetzt, wenn man hier an dem Punkt hier, der scheint hier gar nicht genau bei der plus 3 die y-Achse zu schneiden. Aber wir können eins machen, wir können sagen, wir gehen mit dem Anstiegsverhältnis nämlich genauso weiter. Wir gehen mal 1, 2, 3, jetzt sind wir an der y-Achse und von hier aus 1, 2, 3 nach unten und damit hat sich bewahrhauptet, jawohl, das heißt plus 3. So heißen die beiden Gleichungen und jetzt können wir losrechnen. So, jetzt haben wir die beiden Gleichungen, diese und diese, und wir wollen den Schnittpunkt berechnen. Also das heißt, wir machen jetzt weiter. Gesucht ist den Schnittpunkt, die Schnittpunkte. 1 und 2, und zwar in der Form. Ja, dann legen wir mal los. Vorschlag. Wenn wir es berechnen wollen, sagen wir gleichsetzen, die beiden hier. Also, ich mache es auch in Farbe nochmal. X plus 4 in Klammern zum Quadrat plus 5 soll sein wie minus 3 Drittel, das nehmen wir als minus x plus 3. Und dann mal gucken. Also zusammengefasst heißt es dann hier nach üblichen deutschen Rechenregeln plus x, Moment mal, plus x, das wären 9x. Jetzt hier PQ-Formel, P ist 9 und Q ist 18. Vorsichtig, arbeitet mit Brüchen, weil 4,5 mal 4,5 wird spannend. Wenn wir jetzt an der Stelle angelangt sind, merken wir schon mal, mit minus 9,5 lässt sich 10 mal besser quadrieren, als wenn ich sage, ich nehme hier 4,5. Ohne Taschenrechner wohlgemerkt, mit Brüchen klappt das gut. Und jetzt mit der 18 haben wir auch ein Problem. Die 18, die würde ich auf Viertel umwandeln. Das sind 4 mal 8, 72 Viertel. Die 18 minus 72 Viertel. Jetzt wird es leichter, jetzt sieht man schon was. X Schnittpunkt 1 und 2 ergibt sich aus minus 9,5 plus minus die Wurzel aus. Und das ist jetzt leicht, 81 minus 72 ist 9 und unten die Viertel bleibt ja als gleicher Name. Jetzt dürfte es leicht fallen. Dann ist X Schnittpunkt 1 gleich minus 9,5 plus die Wurzel daraus ist 3,5 und das ergibt dann minus 6,5 ist minus 3, ne? Minus 9,5 plus 3,5 ist minus 6,5 ist minus 3 und x Schnittpunkt 2 ist minus 9,5 minus 3,5. Das sind minus, weitere minus 3,5 sind dann minus 12,5, also minus 6.
Das müssten sie sein. Jetzt die Y-Werte wieder nach der üblichen Tippeltappetour in G von X eingesetzt und dann haben wir es. Schauen wir mal bloß schnell, ob das stimmt hier. Minus 3 und minus 6, Kontrolle. Minus 1, 2, 3, stimmt. Und minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawohl, da haben wir die schon mal. Und der Rest ist jetzt wieder leicht. Wir schnappen uns G von X und setzen das da ein. Also hier minus X plus 3, da die Werte eingesetzt, müsste leicht fallen. Machen wir den Sack noch zu, minus x plus 3 heißt es, also minus minus 3, die Lösung da eingesetzt und minus minus 6. Das ergibt dann für den y-Wert des Schnittpunktes plus 3 ist 6 und y-Schnittpunkt 2 plus 6 plus 3 ist 9. Kann man jetzt wieder oben überprüfen, ich glaube aber das stimmt. Und wenn wir diese Werte haben, dann kommt der Schnittpunkt 1 als... Was hatten wir gesagt? Minus 3 und 6 und Schnittpunkt. Oh, das war ein bisschen dolle. Schnittpunkt 2 ist demzufolge minus 6 und 9. Und das müsste dann hier oben überprüfbar sein. Ja, gehen wir hier hoch. 1, 2, 3, 6, jawohl, hoch. 1 oder 3 höher ist 9. Dann haben wir es geschafft. Das ist das Ergebnis.